Und da sind wir wieder, liebe Leute, zurück bei John Tillers Republic of Bayonets on the Rhine gegen General Butterblümchen im Rückzugsgefecht von Emmendingen. Und wir schauen uns an, was uns hier widerfahren ist, was Butterblümchen uns angetan hat. Er hat sich da gut in die Flanke der Kolonne bewegt, die jetzt hier zurückgeworfen auf unsere Linie, also wo das Bataillon der Halbbrigade hier, der leichten Halbbrigade in Linie steht. Die werden jetzt sicherlich auch disordert sein. 48 Verteidiger zu 31 Angreifer, war sogar relativ gut für ihn. So, unsere Voltigeure feuern da. Kann er da auch noch in die Flanke reingehen? Ich fürchte fast ja, wenn wir nochmal schießen dürfen, dann ja, wirft er auch die zurück. 18-15, das war jetzt sehr ausgeglichen. Eieiei, ich weiß nicht, ob wir hier nochmal irgendwie davon kommen. Wir haben halt keinen Offizier, ne, in Reichweite. Das ist das große Problem. Der kann die Leute also auch nicht sammeln dort. Das ist problematisch. Piu, piu. So, hier ziehen sie weiter die Straße lang. Wir sehen jetzt die Kavallerie tatsächlich hier auf diesem Hügel und sie zieht jetzt hier runter. Das ist interessant. Sie will uns hier umgehen und Richtung Siedlung hier vordringen. Plänkler sickern jetzt in den Wald ein. Perfekt. Wir feuern da auf die vorbeiziehende Kavallerie. Nur wenig Schaden, nur wenig Schaden. Ah, 4 nochmal. Das war ganz gut. Da sind wir in einer guten Position, würde ich sagen. Ja, und nochmal. Ja, die feuern den Hügel hoch. Das ist nicht so problematisch. Und die ziehen jetzt scheinbar hier hinter. Auch interessant, da können sie jetzt noch nicht beschossen werden und wollen dann vermutlich, dass die Batterie überrennen. Oder was wollen sie da machen? Wird Zeit, dass die nächste Batterie hier hochkommt. Die drehen jetzt um. Das müssen wir uns dann, wenn ich am Zug bin, mal genauer angucken. So, die Artillerie zieht hier rüber. Ich weiß nicht, ob sie den Fluss quert. 8 Verluste nur, ja, weil wir relativ weit wegstehen mit der Batterie. Kann er außerhalb der Reichweite mit den Einheiten vorbeiziehen. Nochmal 8. Die müssen eigentlich näher ran, dann feuert seine Batterie nochmal. Ah, hat sogar eine Kanone erwischt. So, und da bewegt er sich jetzt den Hügel hoch. Da müssen wir was unternehmen. Hilfe ist auf dem Weg, aber die wird natürlich noch eine Weile brauchen, bis sie hier dann in Stellung gegangen ist. Die Kavallerie zieht sich jetzt wieder zurück hier. Und in die Richtung, samt General. Ja, die isolierten Plänkler feuern da immer noch aus der kleinen Plantage raus. Aus dem Obsthain werden da jetzt aber umstellt. Ja, die können auch überrannt werden. Das sehen wir schon. Ja, jetzt können sie auch nicht mehr weg. Genau. Null zu 11. Angriff gefangen genommen. Oh, feindliche Batterie öffnet jetzt da das Feuer. Da müssen wir also auch zusehen, dass wir schleunigst wegkommen. Seine Kavallerie kommt hinterher, da kommt noch eine Batterie. Feuert nochmal auf unsere Kolonne, ziehen weitere Kolonnen vorbei. Die Linie versucht da wieder in Position zu gehen. Drängt unsere Plänkler weg. Und er formiert sich hier tatsächlich. Das ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, er zieht weiter hier zumindest in die Siedlung rein, um da eine Verteidigungsposition einnehmen zu können. Aber er bezieht hier mitten auf der Straße Stellung. So, 4 Einheiten haben ihre Formation wiedergefunden von 17.
Zwei von fünf sind gerallied, haben sich gesammelt. Müdigkeit. Eine von fünf Einheiten ist geroutet, und zwar 1. Bataillon 84. Linienhalbbrigade. Und Colonel Anonymous wurde durch Colonel Anonymous ersetzt. Okay, immerhin da kein neuer Verlust. Dann, wenn wir gerade mal hier sind, lasst uns hier mal weiter zuckeln. Ich hoffe, das Geräusch geht euch nicht zu sehr auf den Keks. Aber dieses Boing Boing, ich finde es schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber wir machen es dann vielleicht einfach manuell. Ja, habe ich mir gedacht. Wir haben den Schuss genommen. Wenig Verlust allerdings nur erlitten. Wenig Verluste verursacht. Ja, viel in die Kolonne. Versucht er mal jetzt so in seine Flanke zu kommen. Die routet weiter. Kann der von da oben runter schießen? Ja, gut. Disordered. Die haben sich aber gesammelt. Wieso waren die da denn in der Position? Die sind. Waren die geroutet? Habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, die würde da hoch feuern, nicht dahin. Und sie kann selbst dann nicht mehr feuern. Das ist schade. Tja. Ah, da ist sogar eine Einheit von denen disordered. Das ist natürlich schlecht. Eigentlich müssen wir zusehen, dass wir hier jetzt wegkommen, so schnell wie möglich. Gucken wir mal, ob wir hier den Kampf gewinnen können. 9 zu 9. Nein. Und jetzt sind die auch wieder disordered da oben. 314 Fatigue. Okay. Feuern wir mit denen nochmal oder versuchen wir jetzt hier schnell wegzukommen? Ich würde eigentlich sagen, wir versuchen jetzt schnell wegzukommen. Wir haben da das Bedrohungsszenario hatten wir geschaffen. Damit ist deren Job erfüllt. Weiter kommen sie leider diese Runde nicht. Das ist natürlich blöd. Hier hat sich nochmal. Heavies haben sich hier nochmal gesammelt. Warum kann der nicht auf den Feind zugehen? Movement. Hä? Weil er Low Ammo hat oder was? Naja, dann versuchen wir ihn hier rumzuführen. Die sind geroutet. Da ist immer noch der. Da ist der Offizier, der neue. Dann sollten wir den mal zur Kavallerie runterbringen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, ihn hier ganz alleine durchs offene Gelände zu führen. Aber ich hoffe, die kommen da den Hügel ja auch nicht so schnell hoch. Dann sollte das gehen. Routed. Geh mal aus dem Weg. Lass die Kavallerie durch. Ihr haltet da die Stellung, so gut es geht. Der konnte nicht mehr schießen, ne? Genau. Die sind beide limbered. Ja, die 22, das ist nicht gut. Da müsste Lambert wahrscheinlich sich den mal anschließen. Was ich jetzt aber machen will, ist hier zu sehen, dass ich mit den Batterien schnell gebaut habe. Da kann sogar doch schießen. Okay. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Husaren.
Stoff und die disorderten Husaren. Wo bringen wir die denn mal hin? Könnten auch versuchen, hier durchzusneaken. Also da müsste die Einheit natürlich weg sein. Und die Plänkler hier mal unter Druck zu setzen mit den Husaren. Dafür werden sie aber am besten natürlich nicht disordert. Von daher, schicke ich sie auch erstmal die Straße runter. Okay, weil die disordert sind, kommen sie auch nicht weiter. Die Einheiten habe ich gezogen. Die Einheiten da oben habe ich gezogen. Dann sind die nächsten hier die Reserven. Die wir erstmal in die Richtung vorwärts bewegen. Warum die stehen bleiben, wenn die noch Bewegungspunkte haben, das verstehe ich manchmal nicht bei dieser Straßenbewegung. Und dass die auch noch alle disordered sind, ist natürlich das nächste Ding, aber... Ja, habe ich ja jetzt gecheckt, dass das nicht die beste Art und Weise ist, die zu bewegen. Also, Forest, dann bitte zum ersten Schwadron Carabinieris, die sammeln. Die Einheit ist fit, die sind fit. Das heißt, die können eigentlich versuchen, hier schon mal einen Schritt weiter zu gehen. Die können nicht, die können schon. Nehmen wir mal ein bisschen. Na, wenn ich die alleine durch die Häuser schicke, wird das auch nichts. Sie werden jetzt hier aufgehalten von denen, die sich da verheddert haben. Sind hier noch Einheiten irgendwo im Rückraum? Nein, sieht nicht so aus. Dann geht's hier Richtung Moro. Mit Nachschub und allem Vollgas gen Osten. So. Machen wir erstmal hier oben weiter im Schwarzwald. Das ist natürlich ein Riesenproblem hier jetzt. Die haben sich gesammelt. Wo sind denn hier die nächsten Pfade? Hier unten. Okay, aber weil sie disordered sind, kommen sie auch nicht sonderlich weit. Ja, und die? Drehen bitte. Ah, weil sie disordered sind, kommen sie auch gar nicht aus der Formation raus. Dann können sie auch sowieso disordered weiter hier runterrücken, dann macht das ja keinen Unterschied. Sie gehören zur zweiten. Dann geht mal da rein und... Achso, das war wieder ein Fehler, weil sie disordered alle sind, können sie sich auch nicht wieder zusammenschließen. Okay. Schritt weiter nach Süden. Um das hier im Blick zu behalten, hier solltet ihr die Straße hoch in die Siedlung einsickern. Ihr sollt da hoch. Hier sind nochmal Plänkler, wo sollten die denn hin? Die gehören zur dritten, zu der da hinten. Ja, die sollen einfach nur hier den Überblick halten. Hier baut auf. ...1,17. Das sind eure Plänkler. Dann könnt ihr eigentlich auch nach vorne gehen. Kolonne und ab dafür. Dann kann die Einheit nämlich aufrücken, eure Position einnehmen. Und die... Zweite Bataillon. Habe ich euch nicht ausgewählt? Was ist los? Ach klar, ihr seid da hinten. Ihr geht auch mal vorwärts. Mit Offizier. Haben wir da einen Offizier, da einen Offizier. Hier haben wir
4 Finder, Range 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Also die deckt höchstens bis hier ab, ne? Die Frage, ob man sie nicht dann noch näher hier vorne hinbringt, statt dessen, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich würde mal sagen, ja, also packt zusammen hier, ihr auch. Runter von dem Plateau auf den Pfad und dann gehen wir zu, dass wir hier irgendwo eine Stellung beziehen. Die Einheit sollte auch noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen, dann kann sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr in Linie. Okay. Von da aus geht's zu dieser Kavalleriekolonne, die hier zur Unterstützung heraneilt. Aber die Frage ist, wo bringt man sie genau hin? Vielleicht, mal gerade mal gucken. Eine Einheit guckt darüber. Die sind alle disordered. Guckt euch das mal an. Weil sie jetzt den Hang, glaube ich, zusammen hochgegangen sind. Eine guckt hier rüber. Eine guckt darüber. Die, die hier rüber guckt, ist ein Problem für die Truppe hier. Wenn jemand Karree bilden. Ah, und den. Ich hätte vielleicht versuchen sollen, den Offizier zu erwischen. Effekt. Da ist der Hügel dazwischen, da ist das dazwischen. Die sind zu weit weg. Kannst du überhaupt irgendwas sehen von da aus? Nee. Eigentlich nicht. Naja gut, aber im Kurzbereich sichert der halt da den Hang ab. Oder im Nahbereich besser gesagt. Verstärkung zieht aufs Plateau. Jetzt zieht er durch, da kommen die nächsten vier Finder. Geht nicht, aber drehen könnt ihr euch noch. Ihr rückt dort entlang vor. Hier sind auch nochmal vier Finder, die müssen zusehen, dass sie hier die Pfade benutzen. Und die Plänkler können das auch machen, für Bewegungspunkte reicht aber nicht. Trotzdem, schade. Seht mal zu, dass ihr euch hier einen Überblick verschafft, was hier passiert. Wo gehört ihr denn zu? Zur 62. Und zwar zum 1. Bataillon, zu dem hier. Die gehören zum 2. Ist das hier drüben. Ihr geht erstmal zurück in Kolonne, rückt dann hier langsam vorwärts. Dafür reicht es nicht mehr, okay. Für die Plänkler reicht es auch nicht. Okay, okay, okay. Seht zu, dass ihr mal durch das Gelände hier durchkommt, Mensch. Das ist die Muttereinheit. Nichts hier hinterher. Hier ist leider keine Straße, deswegen wird es da ein bisschen länger dauern. Die sollten jetzt hier rüberkommen, oder was? Plänkler wollte ich hier gerne im Wald noch einsetzen. Wald und Hang hier. Dauert natürlich durch den Wald sehr lange. Muttereinheit hinterher. Euch haben wir gezogen. Dann kommt die Truppe hier mit der Artillerie. Nochmal leider nur vier Finder. Der Nachschub sitzt über. Und 8 Finder, genau, 8 Finder, die brauchen wir jetzt hier oben. Aber bis die da sind, dauert das. Beziehungsweise man könnte sogar noch überlegen, sie eventuell doch hier rüber aufzustellen.
Also mal gucken, was mit den Truppen hier in dem Bereich passiert, ne? Wo geht die Kavallerie hin? Wo gehen die Truppen da hin? Was ist das für ein komischer Move gewesen? Ich weiß es nicht. Ah ja. Hier geht's jetzt bitte aufs Plateau zügig. Disordered. Warum bist du disordered? Ist von euch irgendjemand disordered? Nein. Jetzt sieht man zu, dass ihr hier hochkommt. 3 Punkte reichen da leider nicht mehr. Okay. I see, I see. Ja, die 8 Finder, ne? Also erstmal die schwere Kavallerie hier hoch. Die soll sich da, wie gesagt, einen Überblick verschaffen, was hier auf uns zukommt. Eigentlich gibt es für die da. Dann bringen wir den General dahin und die Artillerie hätte ich jetzt gerne auch da oben. Da sie aber beritten ist, müsste sie sogar noch einen Schuss abgeben können. Unit that has fired cannot move. Ich dachte, Berittene können feuern, bewegen, aufbauen. Wahrscheinlich können sie nur bewegen und auf abbauen dann. Habe ich da mich mal wieder getäuscht? Gut. Oder auch nicht gut. So, entlang der Pfade bitte weiter vorrücken. Wir bringen den Dekan mal zu euch. Da hat ja wieder irgendeine komische Bewegung stattgefunden. Naja, gut. Es ist, wie es ist. So ist das Spiel halt. Muss man mit umgehen. Und die Infanterie von hier. Also Schwerpunkt scheint ja wohl in dem Bereich zu sein. Und dann müssen wir sehen, was hier passiert. Wird die Kavallerie ausreichen, um hier diesen Hügel zu verteidigen? Brauchen wir da Unterstützung von der Infanterie? Wir wissen es nicht. Wir ziehen erstmal in die Richtung hier, würde ich sagen. Seht ihr, viel weiter kommen wir sowieso nicht. Dann können wir auch hier wieder den automatisierten Befehl verwenden. Hier müssen wir aber aufpassen. Da geht es nicht so einfach, weil die hier zusammengesteckt sind. Nicht, dass die sich da noch wieder gegenseitig disordern. Der kommt nicht mehr durch den Fluss. Ihr zieht da rüber, ihr seid die Plänkler zu denen, ja. Dann bitte ich darum, dass ihr euch eurer Muttereinheit anschließt. So. Und zusammen, wir können mal ein bisschen näher wieder rangehen, zusammen mit dem Offizier verrückt, Artillerie hinterher. Und dann haben wir hier noch eine leichte Truppe. Ich bin mal gespannt, ob er nochmal umdrehen wird und zurückkommt. Ob die Zeit reicht, hier runterzukommen. Könnte knapp werden. Könnte sehr knapp werden. Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben die Kolonne, quasi den linken Flügel, der ist auf dem Weg hier. Naja, soll ich mal das Zentrum nennen? Das Zentrum ist es eigentlich nicht. Das Zentrum ist hier oben. Oder diese große Lücke hier ist das Zentrum. Rechter Flügel. Linker Flügel, vorgelagerte linke bitte. Ne, wir haben alles bewegt. Okay, dann belassen wir es dabei, liebe Leute. Bin sehr gespannt, was Butterblümchen als nächstes macht. Und dann sehen wir uns im nächsten Zug wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.